Hallo meine Lieben! Ich dachte, ich zeige euch heute einfach mal wieder Finns Lieblingsspielzeuge, weil ich das auch immer sehr interessant finde, was es denn noch so gibt, mit dem sie spielen können, die Kleinen. Und ja, ich habe jetzt ein paar ausgewählt, mit denen Finn in letzter Zeit auf jeden Fall sehr viel spielt. Wenn es euch interessiert, dann bleibt doch dran! Zuallererst mal hat man ja auch schon in meinem Video gesehen, dass Finn sehr gerne mit der Kugelbahn spielt. Ja, die hat er zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen. Minus plus 6 Tage ist ja eigentlich jetzt nicht so wichtig. Also er versteht schon wirklich, wie man die benutzt. Ich hole sie mal her. Hier, ihr seht das gute Stück. In meinem Follow Me Around habt ihr die schon gesehen. Ja, weil ich es einfach so zuckersüß fand, wie Finn mit dieser Kugelbahn gespielt hat. Sieht die so aus. Hat hier verschiedene Formen drin. Also einmal ein Viereck, ein Dreieck und ein Rechteck. Wobei das Rechteck echt immer hängen bleibt. Ja, und die hier. Und mit denen geht es besonders einfach. Und er schafft es zwar nicht, die hier oben reinzutun, weil die hier immer auf dem Tisch steht. Wie hebe ich die am besten? Also. Aber er macht sie ungefähr hier mal rein oder da. Und schaut dann zu, wie es runterläuft. Ja. Diese Kugelbahn ist von Eichhorn. Ich werde sie euch auch in der Infobox verlinken. Ich werde alle Spielzeuge versuchen zu verlinken, weil es ja sonst doof wäre, euch die zu empfehlen. Und ihr wisst dann gar nichts, woher und wie und was auch immer. Ja. Die Preise blende ich euch auch ein. Die weiß ich nämlich gerade nicht, zumal das ja der Papa gekauft hat. Als nächstes würde ich euch empfehlen, eine... Wie heißen die? Eine Stapelpyramide. Da fehlen gerade 2. Ich denke, die sind irgendwo unter der Couch, aber ja. Die Couch ist ziemlich schwer, kriege ich allein nicht hoch und deswegen zeige ich es euch einfach mal so. Ja, und zwar fehlt hier einfach noch eine dunkelblaue und... Hier was ein dunkelblauer Reifen und hier fehlt noch ein orangener Reifen. Ja, ganz einfach. Wisst ihr bestimmt alle, wie sowas funktioniert. Man sollte die einfach, oder das Kind sollte die nach der Reihe so stapeln. Die hier von Chico sind jetzt nicht so besonders. Also es gibt noch ganz andere tolle Stapelpyramiden. Also ja, sie sind so eigentlich alle aus dem gleichen Plastik. Fühlt sich an auf jeden Fall. Bis auf der, der rasselt und ist durchsichtig, wie man sieht. Aber sonst sind die eigentlich relativ gleich. Und ja, da gibt es zum Beispiel von Lammersee welche wieder mit verschiedenen Strukturen und all das. Aber ja, der ist halt aus Stoff, das ist halt so ein bisschen biegbar. Und ich glaube, dass Finn sich ziemlich schwer getan hätte damit. Der ist ja noch ziemlich grobmotorisch und der schlägt es so drauf und entweder trifft er oder er trifft nicht. Und bei so einem Stoffding da wäre das so ein bisschen... Ja, deswegen einfach eine ganz normale Stapelpyramide. Da spielt er auch sehr, sehr gerne mit. Hauptsächlich schmeißt er einfach alle wild durch die Gegend, deswegen fehlen gerade auch 2. Aber er hat sie auch wirklich schon wieder zusammengesetzt. Als nächstes empfehle ich euch ein Puzzle. Unseres hier ist jetzt von Fisher-Price mit einfach großen Figürchen, die auch wirklich dick sind, die man auch mal hinstellen kann. Mit denen kann man auch so spielen. Das fand ich halt eine richtig super Idee, dass man die auch einfach hinstellen kann und so spielen kann oder so, wie man möchte damit. Und es macht auch noch Musik, wenn man da drauf drückt. Das macht Finn sehr gern, da ist er richtig stolz, dass er das selber bedienen kann. So. Ja, genau. Gibt es natürlich auch ganz viele andere Puzzle. Wir haben eben jetzt das, weil mir das einfach so gefallen hat. Ich fand auch einfach das Design total niedlich, wenn ihr euch das mal anschaut. Es ist wirklich total süß. Ach, die Tiere einfach von Fisher-Price, genauso wie bei der, wie hieß die? Die Babymatte da, Rainbow Forest, Baby Spieltrapez. Oder so ähnlich. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja, genau. Und deswegen hat er das bekommen, damals auch. Dann haben wir als nächstes ganz coole Würfel, ja. Und zwar sind die auch von Eichhorn und die habe ich ausgesucht. Die habe ich in so einer Amazon-Geschenkeliste einfach damals mit reingenommen, falls jemand nicht wusste, was er schenken soll.
Und er hat sie auch bekommen. Zum Beispiel dieser Bauklotz hier, der hat ein Glöckchen. Der hat so, sieht man? So Kügelchen drin. Dann hat der hier solche Perlen, so verschiedene. Ja, dann gibt es noch ganz normale. Der Baustein rasselt. Der rasselt auch. Der hat auch wieder so Perlen drin, bloß hört es sich anders an. Dann gibt es einen mit einem Spiegel. Ja. Also Bausteine sind meiner Meinung nach nie verkehrt, weil sie einfach auch die Motorik trainieren. Und ja, warum dann nicht gleich extravagante, die dann auch noch was dazu machen, falls es mal zu langweilig ist, sie nur zu stapeln. Und ja, Finn stapelt sie noch nicht alleine, aber er spielt sehr gerne mit mir damit. Ich stapel sie, er schmeißt sie wieder auseinander oder er versucht auch ganz vorsichtig mal so einen Stein zu drauf. Ja, ich fand die einfach gut, weil es 2-in-1 Dinger sind. Ja, weil wirklich jedes was anderes kann. Jetzt hört sich ein bisschen anders an. Ja, und das ist eben so eine Alternative zu den ganz normalen Steinen. Deswegen hat er die und mag die auch. Schleppt die auch manchmal einfach so rum, besonders das hier, das ist sein Lieblingsstein. Und rasselt dann die ganze Zeit so damit. So, nächste Kiste, nächstes Glück. Als nächstes haben wir wieder die Tutut Baby Flitzer. Da haben wir jetzt wirklich schon eine Menge und er liebt sie immer noch. Also damals, als er kleiner war, da hat er halt einfach nur das Geblinke schön gefunden und wusste noch gar nicht, wo er es anmacht und alles, aber hat sie einfach so gerne in der Hand gehabt. Und mittlerweile versteht er, wie die angehen. Also er weiß nicht, wie man sie hinten den Schalter anmacht. Da gibt es sie einfach mir, ich mache es dann an und dann drückt er da drauf und ist total glücklich, dass er die auch selber anschalten kann. Ja, da haben wir halt auch einige so verschiedene Polizei. Also ein Flugzeug und so weiter. Also die Sammlung wird stetig größer, weil jedes Mal, wenn wir in irgendeinem Geschäft sind, dann kriegt er eben eins meistens. Ja. Ja, weil wir einfach nicht dran vorbeigehen können, weil wir sie selber so süß finden. Und ja, die sind auch wirklich super zu mitnehmen. Also wirklich ein tolles Spielzeug einfach zum Mitnehmen, weil sie klein sind, die kann man einfach schnell einpacken und gut ist. Und ja, deswegen hatte die auch immer als Reisespielzeug so dabei, wenn wir jetzt länger fahren und ist da wirklich gut beschäftigt. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Und zwar habe ich zum Schluss noch Instrumente. Diese Instrumente kann ich euch leider nicht verlinken, weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, welche Marke das war. Die steht hier leider auch nirgendwo drauf. Auf jeden Fall war es von Aldi, da gab es ein Riesenset mit Rasseln, mit einem Rasselei, mit dem hier, mit so einer Schellen, so Glöckchen, alles mögliche einfach. Wirklich ein richtig großes Musikset für 20 Euro, glaube ich. Ja, die musste ich einfach mitnehmen, weil Rasseln tut er natürlich eh gern. Und die anderen Sachen, die sind auch wirklich gut angekommen. Zum Beispiel beim Wickeln hat er immer das Rasselei und tut zu lang rasseln, während wir ihn einfach wickeln. Und so geht es auch jetzt viel einfacher. Und auch so die ganze Zeit versucht er einfach, ich mache so. Und er probiert es nachzumachen, schleppt auch immer durch die Gegend überall mit hin. Und ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, weil das gerade hier ist. Der Rest ist einfach in Finns Zimmer und da der gerade schläft. Das ist alles ein bisschen doof, wobei ich glaube gerade auch war. Was generell auch immer noch sehr gut bei Finn ankommt, sind auf jeden Fall Bälle jeglicher Art, Luftballons, Stofftiere, sein Schaukelpferd. Oh, das könnte ich euch vielleicht auch noch kurz zeigen. Und zwar ist das sein Schaukelpferd. Ja, es ist ziemlich niedrig. Er kann da wirklich auch selber rein und kann nicht so tief fallen wie bei anderen Schaukelpferden. Deswegen wollten wir auch so eins. Das haben wir uns auch gewünscht zu Weihnachten. Und ja, auch bekommen. Und da geht er auch wirklich gerne alleine drauf oder zieht es einfach mit durch die Wohnung.
Ja, er zieht generell und nimmt gern alles mit. Also das ist, glaube ich, ganz normal in der Entwicklung. Das ist halt einfach so seins. Es hat auch wirklich hier so süße Arme. Und ja, ist halt eine Giraffe, weil es ein bisschen zum Zimmer passen soll. Das sind ja auch Tiere. Ich meine, okay, das ist Wald und das ist jetzt ein tropisches Tier. Aber wir wollen das Zimmer eh bald umdingsen. Von dem her passt es dann schon mal ganz gut. Vielleicht wird es zum Dschungelzimmer. Schauen wir mal. Ich will mich da noch nicht so festlegen, erst wenn ich wirklich die Deko dazu gefunden habe, sonst ist es immer doof. Ich finde es total süß. Gut, das war's jetzt, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und vielleicht war auch die eine oder andere Geschenkidee für eure Nichte, eure Kinder zum Geburtstag, zu Ostern dabei. Es muss nicht immer wirklich was Großes sein, wie ihr seht. Finde es mit diesen Sachen wirklich komplett. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen oben da oder abonniert mich. Ich würde mich darüber wirklich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!